Also wir haben da jetzt für Tokio ganz viele verschiedene Sachen bekommen, sind bestens ausgestattet und da kann es eigentlich nur noch super werden. Vor allem heute ist es so, dass das Tokio-Gefühl eigentlich sehr hoch kommt. Also es war natürlich irgendeine schwierige Vorbereitung, aber jetzt so kurz davor und mit diesen ganzen Events ist die Aufregung wahnsinnig groß eigentlich. Wir haben langjährige Partner, die uns seit vielen Jahren begleiten, die AUVA, die uns natürlich nicht nur Heimat für unser Büro gibt, sondern auch die Möglichkeit gibt, hier in einem großzügigen Rahmen diese Einkleidung vorzunehmen. Also ich muss sagen, das ist echt hier perfekt organisiert. Also wir haben jetzt eine Leinenhose genommen im Trachtenlook und bewusst haben wir eben Leinen genommen, weil Tokio natürlich sehr warm ist. Ja, es freut mich natürlich sehr, dass wir auch hier für das Paralympics-Team die gleichen Schuhe zur Verfügung stellen können wie für das olympische Team, vom Straßenlaufschuh bis zum Geländelaufschuh und dann natürlich auch für Tokio, für die Temperaturen entsprechend, einen guten Flipflop dazu für die Temperaturen. Die Athleten bekommen von uns 33 Teile. Das umfasst vom Reisegepäck über Performance-Bekleidung bis hin zur Wohlfühlbekleidung. Und da ist alles mehr oder minder drinnen, damit die Athletinnen und die Athleten dementsprechend gute Leistungen in Tokio dann abrufen können. Also das war für mich eines der größten Ziele, das einmal zu erreichen, die ganze Ausstattung einmal zu haben. Das, was bis jetzt so abläuft, das ist ein kleiner Traum für mich. Voll angenehm zu tragen, man fühlt sich wohl und ja, bin sehr stolz, dass ich die Einkleidung tragen darf. Ich war wirklich überfordert, wie ich in die Einkleidungshalle reingekommen bin, weil so viele Sachen waren. Von Schuhen bis zur G-Athletic Sonnenbrille, das Rima-Gewand, Kapperl. Da ist wirklich auf nichts vergessen worden. Jetzt endlich, wenn man die Sportlerinnen und Sportler wieder live sieht, dann kommt auch der Spirit auf. Und von daher, wenn dann die Stücke ausgepackt werden und angezogen werden und das meiste ja passt und was nicht passt, wird dann auch noch angepasst. Heute darf man ein bisschen schnuppern, was uns erwartet. Jede Paralympische Spiele, das ist Aufregung. Und ich glaube, das kann man nicht gewohnt sein. Einkleidung, das ist ja super, sehr gemütlich und das ist das Allerwichtigste für die Athleten. Ich freue mich natürlich jetzt wirklich. Ein Jahr habe ich ja länger Vorbereitungszeit bekommen durch Corona und jetzt wird es aber wirklich Zeit fürs Debüt und habe natürlich auch eine große Portion Respekt, aber Vorfreude ist riesig. Toll, dass ich das offizielle Gewand anhaben darf, dass ich Österreich vertreten werde bei den Paralympics und mit der heutigen Veranstaltung beginnt es auf jeden Fall zu grübeln und ich kann es kaum erwarten, wenn es endlich losgeht.